65, nein, nein, lässt dich nur Na, bei den. Kiri, Kiri, es gibt fünf Punkte, wo die roten Drops in der Wüste erscheinen. Ja, Und aber der zeigt mir die nicht an. Zeigt ja, mir weil die nur an. einer ist ein Ja, bisschen weil sie. außerhalb, einer von denen. Ja, Einer ist eher bei, keine Ahnung, Den bei, was wird das sein? 60, 76 Sieb, finde ich nicht bei gut. 70, 70, 45 ungefähr, sowas circa. Den finde ich nicht in der Wüste komplett, in der ganzen, also. Ja, dann wird er gerade nicht da sein. Weil da suche ich, die anderen sind immer alle da, aber der macht hier Mucken. Ja. Naja, dann nehme ich. Also, Hubi, du kriegst Splittergranate und normale Granate von mir, wenn du willst. Danke, danke. Weil ich, für mich ist es immer nur Zeug, das ich nicht brauche. Ja, was war dumm, Kiri Kiri. Sammel das einmal irgendwo bei dir. Magst du eine eigene Kiste? Schreibst du auf wie Hubi? Was? Für Mag schön sein. Holzkisten? Ich schreib's auf wie Ja. Hubi. Eines Tages kommen wir mal her, ja. Wo ist nochmal ein Base Optimus? Fliegende Insel 45-70. Wie? 45-70. Was bauen? 45, 70. Ah Da ja, kannst easy. gleich, wenn's, da kannst relativ in der Nähe, bei mir oben, rechts oben, da im Schneegebiet kannst spawnen, da bist du gleich in der Nähe von mir. Oh mein Gott. Was? Mein Big Spawn und da war mit die Wölfe drin. Bin ich ja froh. So, 45, 70 Ich kostet hab einen 111er Bergbauleser gefunden. du. Auch schon fertigen. Haltbarkeit 1422. Gut. Gehst jetzt in Stollen. Ja, ich liebe ihn. Oh, ich bin froh, dass ich den Loot hier abgeräumt habe, den Wüstenloot. Gehst jetzt im Bergbau. Oh, der Sniper, ich werde nie vergessen, auf Knark habe ich gefunden, im Wüstentrop, Ragnar Sniper 361 BB. Das werde ich nie vergessen. Das war der stärkste für Nordmann, bis der Tim, bis der Tom Kevin ist. Weißt du das noch? Ne? Der hat dann 373er mitgebracht. Und er war Gold wert, das war mein Heiligtum auf Knark dazu mal. Den habe ich mit zu Nordmann gebracht. Weißt du das noch, Andi? Du Wichser, du. Immer wieder geschissene Meldung, dass nur Ja, das der gibt. kann Das nicht kann einmal nicht. normal sein, das geht bei dir nicht. Du bist kannst dein. Ja. Ja, cool, ruht wohl. Am Backbone Gut. Laser habe ich noch nie gehabt, also das ist geil. Mal wenigstens irgendwas Gutes aus dem Loot drauf. Oh, jetzt bin ich bei deinem Tusserbecken. Schau, wer da ein Tusser drin hat. Hä? Cool. Nur einer Platz. Was hast du für eine Werte? Bist du stärker wieder an die unterwegs? Keine Ahnung. Warte mal, ich komme mal. Ja, ich habe mir jetzt aber schon gelevelt. Ich kann das nicht sagen. Also, ist ja wurscht, passt schon. Ich bin jetzt bei. Warte mal, ich sag das Level. Ich glaube, irgendwas mit 44.000 Leben. Ich Schlupf. schätze mal. Schlüpf! Nein, das kann nicht sein. Glaube ich. Jetzt habe ich bei 98.000, also ein paar Punkte, keine Ahnung. 20 Punkte oder was sind 98.000? Was echt Nicht so viel. 44.000 Schlüpf. Und habe 67k Leben und 1023 Damage bin ich schon. Jetzt 44. Das schau, mach mal ein, irgendwann in der Ja, ich Längschaft mache drin. mal ein, weil das ist der Weil Vote. Das war das. der Vote. Ah, okay. Wutpartie. Ja, Optimus. Hey, da müssen wir mal reden. Ui. Ich werde mal eine Geschichte von Tussis erzählen. Gell? Psst. Nein, 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 ich glaube, das war vor der Prägung, weil dann, ich habe ja fast nichts auf Leben bei denen da. Ich schaue, ich mache mal ein, wenn sie mal Ja, Zeit das hat. wäre cool. So, Hubi, komm her da. Ich hab Dings, auf Offi hab ich, Granaten, ich. C4, danke, danke. War perfekt, hä. Schau mal, aber nicht zu viel, ey, braucht das nicht, Was, Sniper? Spiel schon ein bisschen,
Boah, danke, hey. Gewaltig, hey. Du bist der Beste. Schau, das ist von Alex und ich werde mehr revanchieren, wenn ich FlagPPs finde. Okay, Dankeschön. ja, irgend so, FlagPPs war cool. Da kann ich da wegreißen von deinem Transmitter. Ja, sicher. Geil. Boah, das passt, jetzt kann ich Munikraft, jetzt taugt's mir schon wieder heiß. Jetzt kommen Immunkraft. Ja, weißt du, du musst jetzt kann ich viermal rucken, jetzt geht's viermal so schnell, weißt du? Ja, ich war schon. Ah, geil, Reaper, cool. Es war 203er, mal gedämmt. Hättest bei einem Hast Event du es einmal noch denn? eine holen? Ja, wir Auf haben was tust du nur. denn Reaper? Nur auf Leben, oder? Wir haben nur auf Eigentlich. Leben getan, ja. Aber kommt davon, was du nutzt. Da kann er viel Gewicht haben oder kann er viel Nahkampf haben. Das ist nicht so schlecht. Hier tun wir die halt zum Verteidigen nehmen, mal schön, aber. Ja, und wenn Schön. du jetzt bei BVE Hausnummer für Drops oder irgendwas Ja, hernimmst, oder ist ja wurscht für was. da Wie die viel Leben? vielleicht. Boah, schwarz im Sorgen, aber ich dachte schon, ich dachte ein bisschen auf Nahkampf tun und ich, wenn ich ein bisschen zu farmen annehme, der Hund druckt glaube ich viel. Ich weiß jetzt nicht, was der Gewicht hat, aber ich glaube, du schau auf so 2000 Gewicht oder was, kannst du einiges Fleisch farmen gehen oder keine Ahnung. Ja. Da vorne auf, der ist halt geklont, wahrscheinlich, wenn du jetzt auch willst, klont, den hättest klonen, bevor du ein Levelst. Ach so, ja. Was kostet Ich weiß es gar nicht. Da kannst du verschiedene machen, dann magst du einen mit Damage, dann magst du einen mit Den werden Gewicht. wir ja nicht einmal leisten können, einen Klon. Es wird, wie magst du Element? Das würde dir da mal helfen, ein Element zu bringen. Wie ich Element mache, ich tue es farmen. Ich helfe. Ich habe jetzt gerade vorher in 15 Minuten 1400 gemacht, oder? Echt? Ja. 150 Element kostet da. Ich kann dir das einmal zeigen, wie du es alleine magst auf Extension. Ja. Weil du spielst dir. Magst du auch Solo rein. Ich gebe dir ein paar Tipps, wie du das schaffst. Jeder Spot geht nicht alleine. Okay, ich habe gerade auch geschafft, wo ich mir auch gedacht habe, er geht nicht alleine. Habe ich auch geschafft, aber das war knapp. Aber ein paar Spots sind so leicht, alleine die 50k zu machen. Na, schwamm jetzt mal 1300, 400 Element, weißt du? Ja, sicher dann. Das ist in 20 Minuten spätestens erledigt. Das ist also. Man soll mich das irgendwo und dann am Sonntag stolz rüberbringen. Danke. Schnell. Naja. Wir müssen da 11.000 einmal rüber am Sonntag. Oder 11.600, glaube Andi, wo bist denn du? Ach Alex, so, da nein. Alex, los, schon wieder zu. Nein. Jeder Drop geht alleine, du Bob. Ich kauf mal morgen. Machen wir morgen. Ich tue jetzt den Reaper klonen und dann möchte ich bitte eine Prägung auf dem Reaper. Aber machen wir morgen. Ich klone jetzt den Reaper nochmal. Und dann mache ich eine Prägung auf einen auf. Das war eine gute Idee, Aber wenn er nur 90% Prägung hat, oder warte ist mal das mit noch gar denen. nichts. Wir können jetzt, wenn das Event da ist, wir können probieren, einen Event Reaper holen, High Level, den in die Falle zu Ja? bringen. Wenn er in der Falle ist, dann kommst du schwängern. Dann schreibe ich da. Ach so, ja, das habe ich überhaupt noch nie gemacht. Nicht? Na, das habe ich noch nie gemacht. Ja, der schwängert dir, dann musst du ihn leveln in deinen Links, dann schlüpft er bei dir. Ja, und dann kann er dir. Natürlich groß. Das braucht noch immer eine scheiß Raptor nur drin, das ist ein Witz. Alex Holtan hat er gesagt, ja. Event Reaper. So, bei mir da. Hallo. Habt ihr mich vermisst? Ole. Oh, es tut mir leid. Das Geile ist ja, wenn es dunkel ist, muss ich ja den Wüstentrop sehen, ne? Ja, suchst jetzt noch immer den Antrop. Den in der Wüste finde ich nicht. Ja, Dann den fehlt mir wirst der du. Wüste. Ja, schau in einer Stunde wieder, dann findest du ihn. Oder in einer halben.
Und der andere, weil da vorne ist oben auf dem Berg oder unten? Der ist auf dem Berg. Ist da so eine Brücke in der Nähe? Ja. Ja, ich sehe ihn. Ich sehe ihn, er leuchtet. Genau, und drum siehst du den Ohren nicht. Das waren jetzt, es ist der vierte hier. Ja, aber drum siehst du den einen nicht. Ach so. Weil immer nur vier Stück gleichzeitig auf der Map sind. Es gibt fünf Punkte, wo es sein können. Und vier sind immer auf der Map. Nur, da habe ich jetzt alle vier erstmal abgeräumt. Im Terranodon-Sattel. Ich kann Ihnen eine meisterhafte 200%iger Steinschleuder geben. Nein, die brauchen wir nicht, danke. Das ist aber nicht mein Verschulden, das hat der Lutrop rausgespuckt. Hey Hubi, brauchst du eigentlich so die wie heißt es, Holzknüppel? Ganz, ja. Ganz starke. Nein. Fürs BVB. Dass du einen K.O. knüppeln kannst. Ja, haben wir wohl auch mal gemacht. Ein Formant ist aufgetan und auf den Gegner draufgekupft und damit geschlagen, der Liga. Weil ich habe nämlich einen 202,7, überragend. Echt, oder? Ja, ich glaube, wenn du den weißt, was du dann gut rausgrinst, glaube ich. Du musst auf Formant ist aufgetan, es ist heftig. Ja, ey, die Mann ist auf Nahkampflevel und den Knüppel, duck, da liegt da jeder, alles, du liegst, schön, was, die haben da Tiere K.O. geschlagen. Hubi, weißt du eigentlich, wo ich baue? Ja. Was? Weißt du, wo ich baue auf Ragnarok? Auf Ragnarok? Na, leider nicht. Ich bin wohl am Besuch, wenn du noch eine Granaten abholst. Ja. Weißt du, wo die Obsidian Metallinsel ist? Bei den Wüsteninseln in der Nähe? Ja, da ist mein Base auch, hast du schon gesehen. Bei den Wüsteninseln? Ja, Farmbase haben wir da. Ja, und ich bin wenn zwischen auf der Insel zwischen Moor und Obsidian Metallinsel. Okay. Ich hab ja, da wie heißt dein Tribe? Okami no Kiba. Was? Nochmal bitte. Japanisch heißt Wolfsreißzahn. Okami no Kiba, aha. Ist japanisch. Was heißt das? Wolfsreißzahn. Wolfsreißzahn. Wie kommst du auf das? Was? Wie kommst du auf das? Weil ich gerne Wölfe und sowas mag. Echt, oder? Also bist du ja ganz nah bei mir. Ja, wir geben da drüben Feuersteinfarmen. Voll Hardcore Feuerstein, da machen wir so 300 Stacks, immer, weißt du? Oder mehr. Du bist ein super Sport da. Aber der Metallsport ist das so, aber Ölpuppen habe ich auch schon gesetzt. Vielleicht hast du das schon gesehen. Nur ein kleines Hütchen zum Spawnen, ein Transmeter und der Ölpumpe. Ja, bei rechts und links bei den Insel hier, wo das Mitte des Loches ist, bin ich PvE-Clan und ein anderer PvE-Clan. Ach so. Ja, genau, ja. Das ist Sebastian da. Ja, das sind beide PvE-Clans. Da brauchst du keine Angst haben. Da bist du immer safe. Der Ruby hat sowieso keine Angst. Vor den haben alle Angst, aber. Vor den haben alle Angst, aber er selber nicht Angst. So muss doch jemand Angst haben. Da hat er keine Angst. Ich spiele alle ein Spiel. Ach, ich bin auch.
Da wird sie dir Jasmin gefallen. Das ist ja eigentlich was für dich besorgen. Wenn ich beim nächsten Mal so eine Splitter- oder PvP-Zeug kriege, werde ich an dich denken und immer zurückhalten. Ja, das ist ja cool, ja. Und scheine Kisten, ist aber gesagt, ne? Das ist das eine, spitzenmäßig. Na, werde ich. Ja, ich gibt da natürlich Arbeitskehre, wenn du da. Schön, ich kann euch ein bisschen zeigen, wie man schnell farmt. Ich kenne ein paar Tricks davon auch viel. Es ist. Ich weiß, wie man jetzt eine Art Bläuer Also wenn zählt, ich ganz her wie einfach. du, so wie du Elektronik farmst, dann vergeht's mal, das meint Leute. Aber wenn du Warum? nicht so einen Stress hast, das ist ja auch besonders. Ich darf das, muss das ein bisschen unterscheiden können. Ich habe hier gesehen, der Ena hat heute eine Art Bläuer tief ins Wasser geworfen. Genau, Und nach dann dem irgendwann Schnee. wieder zurückgezähmt. Ne? Das geht schneller, das geht einfacher, weil die sich nie so, kann, die kann nie so schießen dann, ne? Genau, so ist es, ja. Also am Kann leichtesten die ihre. Atipolera, wenn du willst ein High-Level-Atipolera finden, gehst du auf Center, nimmst einen Archie mit und das hat blaue Suppen, mit der blauen Suppe zähmt man ja, gell? Und dann fliegst du in die Unterwelt runter, falls du weißt, wo Center die Unterwelt ist. Das musst du natürlich wissen, sonst geht's nicht. Ich weiß nicht, wo die Unterwelt. Ja, du gibst Was einen ist. Eingang, da ist das eine Unterwelt auf Center, echt schön, Ich unter kenne mich auf Center Riesensee und überhaupt nicht aus. ist echt schön unten, da musst du mal hin. Können wir mal eine Exkursion noch machen? Thema. Ja, und da geht es an Ich Lavaweg kenne mich auf runter. so Island und Center überhaupt nicht aus. Also das ist Ah. die einzige, wo ich überhaupt nicht klarkomme. Wo ich irgendwie nicht weiß, wo vorne und hinten ist. Okay. Anni, Da haben die mein Leute. lieber Freund. Nein, ich will schon mal lachen müssen. Hubi, das war Was jetzt denn? nämlich voll gut von dir. Hubi ist so nett zu mir gerade. Nein, Ja. aber sie erklärt, ja, und der Hubi da so, okay. Mit so einem Unterton. Jungs, Mach das ist ein das. Mädchen, oder? Hey. Kim schon wieder? Was? Ey, zu lang! Oh, jetzt hat er umgehängt, Ruhe. Was? Andi, haut's an meine Giga aus, gell? Da müssen wir doch mal schauen. Ob das geht oder nicht. Ich hoffe, ihr werdet wirklich gewesen. Ma, jetzt ist eifersüchtig, schau. Ah, wie kann man nur so eifersüchtig sein? Total, ja, das merkt man wohl. Wir müssen mal noch ein Tingelchen reden mit dir. Also, das geht nicht. Na, das geht aber gar nicht. Boah, das ist super mit den BBs. Halt dein Gust, ne? Hey, das fährt da unten. Perfekt. Ne? Warum steht da 2200? Das geht ja gar nicht, oder? Du kannst Ah, da aufgedrucken, beim wenn ich die zweiten BBs BB drin nicht habe, weit dann. führt. Was echt, oder? Ja, aber er springt dann, glaube ich, wieder auf 1000 runter, sobald der PP trocken. Ich muss mal schauen, wie es geht. Keine Ahnung, was da jetzt läuft. Schon 7300, das glaube ich geht doch auch nicht. Nein, nein. Der springt dann oben auf 1000, glaube ich. Banana Party, wie die. Ey, wenn ich jetzt so. Mit was? Ja, ich nehme mal so viel Rotzeit. Wenn ich mal die Pappeln alle Bananen hab, dann wird alles wirklich geschmissen. Mir scheißegal, dann wird alles gut gecraftet. Jetzt brauchst du halt noch mal. Backbone-Laser habe ich echt noch nie gehabt, ey. Da finde ich doch geil, dass ich mal ihn kriege. Was?
Ein Bergwolle hatte ich noch nie gehabt. Ne? Nee. Ist eigentlich, wenn man einen Bergbolese, wenn man den am PP hat, den kann man ja nur einmal hernehmen, einmal craften. Wohl. Ja. Was der ist, ich stehe ja anfertigen, verbleibe in einer. Na, Wenn ich mich okay. aber da umskill, wird der dann auch stärker, oder? Ja, sicher. Unbedingt. Okay. Immer Mac gecraftet und alles. Ich muss immer ums. Na, auf handwerkliches Geschick natürlich. Hüft. Na, weil. Ist so blöd. Ich wollte. Okay. Ja, weil man nur einen herstellen kann. Es kann ja sein, dass das dann so gesperrt ist für das. Dass das bei denen geht. Andi, du wolltest nicht essen gehen. Du kannst nicht abwarten, dich loszuwerden. Hast du es gemerkt, Andi? Ruhe, Gott sei Dank. Nein, Andi, aber gern, das ist mein allerbester Freund in Arg. Wir sind schon durch dick und dünn gegangen. Wer hat da welchen Pack genommen? Dick oder dünn? Scheiße. Mein Hubi erlebt da was. Kiri, ich weiß nicht, wie ich das erste Mal mit Hubi allein unterwegs war. Das war sowieso geil, Das war das Geilste überhaupt. Geendet hat ja. in der Falle von einem BVI-Spieler, beide, der Ja. war Ja, außergekommen. Der BVI-Spieler hat uns mit Nage Damis genau. ausgezogen. Tschüss. Das war Ciao, brutal. Ali. Das war das Geilste. Alter, ich bin fast gestorben vor lauter Lachen. Das war so geil. Ah, das war gut. Ja. Jetzt ist wieder ein Raptor rein, ich trau durch, warum? Wo war ich in der Base oder was? Ja, ich habe jetzt 5 Momente gesetzt, ich will einmal die Giga aufstellen, dass sie da können Eier ziehen und so. Aber es spawnt immer wieder so ein Rex Raptor, ich weiß warum. Ja, hast Velos. Ich hab sicher Velos, oder? Steht die Velos Ja. auf Turrets, was, ne? Das war ja komplett Idee, am Laweil einmal. Ein paar Velos aufgestellt auf Turret-Modus. Ja. Und spawnt er immer wieder auf der gleichen Stelle, der Keine Ahnung, Raptor? jetzt habe ich gerade wieder Angst. Ich habe erst gerade vorher angefangen zum Spammen. Ein bisschen nur mit Also. Holzfundament, das wird alles wieder richtig gerissen. Ich will einmal eine Ruhe haben. Ja, aber sonst steh ein paar Velos auf. Sie auf Geschützturm-Modus, dann hast du auch deine Ruhe. Gehen die Raptoren um meine Giga auch normaler nicht, oder? Schau, Gab's. die gehen alle Viecher an. Glaube ich, wenn sie herumstehen. Naja, das kann ich schon haben, ja. Ja. Seid schon weitergekommen mit die Giga, was ich euch gegeben habe. Na, jeder hat jetzt sagen, imprintet nicht. Schon mit so viel mit um voll bauen und farmen eigentlich. Nur jeder hat einen Ach so. Giga und ja, zum Wen machen und die Missionen machen und ja. Na, bei mir geht überhaupt nichts weiter. Wie viel Stock Spieler kann hast nicht du? mehr. Ich, 65. Mal 65 Stück. Ja. Anscheinend gibt es da so einen Mythos, gell? Mythos, oder wie heißt es das irgendwie? Ja. Wenn man ein Scheinhorn, das Einhorn Ja. da, kennst du das? Nicht Scheinhorn, Ja, Einhorn, ist wie heißt Einhorn, das? ja. Wenn man Ja, das Einhorn, in ja. Nähe der Giga stellt, ich weiß nicht, ob das Ja. stimmt, gell? Ich hab das nur mal gehört, Ja. dann verbessert sich die Chance auf Mutation. Ach Probier's so, ja, einmal. dann muss ich. Probier's einfach. Ich habe eh drei Einhörner. Echt, oder? Ja. Das einfach herstellen, vielleicht überhaupt mal ein Weibchen, einfach da, wo die Eier kämen. Direkt zu den Gigas mal Ja, zugestellt. aber, ja, oder beim Breeden. Wenn du drei hast, würde ich zwei zu den Giga stellen und eins Ja, einmal, weil wo sie schlüpfen. Bin mal. was habe ich in was habe ich, hab ich drin, wo ist Friede? Da kommt mir vor, aber ich weiß nicht, ich komme da schon an, dass du öfter Zwilling und Trilling kriegst. Da Alex hat gerade geschrieben, die
Der Giga beim Schlüpfen, also beim Schlüpfen sollst du das herstellen. Aber das gab ich nicht, ich glaube schon beim Hatchen, weil es gibt ja jetzt dann in Zukunft so eine neue Genau, Genesis-Scheißmaschine, gab nicht? es ja, wo du schon sagst, wo Wo es schon rauskommt, siehst, ja. sobald du Und das das Ei hast, heißt, ja. die Mutation muss ja schon im Ei drin sein, nicht sozusagen. Eigentlich Weil. schon, weil sonst passt das ja nicht zusammen mit dem Genau, gleichen Gerät, ja. was da gibt. Deswegen probier es einmal, so wie ich gemeint habe, dass schon beim Schlüpfen die Scheiße stört, Ja. weißt du? Ja. Und wie war das beim Tuso mit dem Gacha, mit dem Ei aufheben? Du brauchst nur mit dem Gacha abtauchen und was musst du drucken? R3, aber tu ein Fleisch ein, sonst frisst er direkt das Ei. Ja, weil dann muss ich mal schauen, was ich für ein Schlüpfer habe. Aber bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob ich vorher nachgeschaut habe, bevor er mir einen Imprint aufgekaut hat oder nachher. Ich weiß es nicht mehr. Was habt ihr denn jetzt für eine Rex oder braucht ihr das Rex eh nicht? Rechse? Ja. Aber ich war brutal stark. Ich hab mir mal Eier gestohlen. Lalala. Scheiße. Handy sind immer noch. Na, haben wir nicht schon gesagt. Ich sag mal, da ist an der PvP-Base gegangen und dann haben wir uns der angeschaut. Und dann sind wir mit dem Ja. Render gekommen und da fahren wir denken, was nutzlos. Da Alex das gesehen. Vor allem sind die Eier Ja. ausgefallen als die Rechse, nicht? Ja, Ich hat sag, er das auf Ding, ja. ja, und dann haben Wie wir das den mitgenommen. ausschaut, ja. Und dann hat er die Schlüpfe gelassen. Ich glaube, 16.000 Leben, oder was? Ja. Und ich kann damit 5,58, keine Ahnung, halt nicht schlecht. Okay, weil ich hab Tech-Rex, gell? Wenn es einmal braucht. Ja, der Ich kriegst weiß du nicht, ob sie sein. braucht. Na, das Braucht haben sie wir. jetzt bei PvP was? Eigentlich Na, Rex, eigentlich nicht, gell? na, na, für uns ist das Wichtigste, das sind Gigas, im PvP Ja. Giga, Mana, Griffin, das sind die vier, was wir brauchen. Und vom Denken her brauchen wir Barisa, da haben wir noch gar nichts. Na, apropos tanken. Habt ihr schon die Schildkröten? Na, auch nicht. Die nimmst du ja auch zum Tanken her, oder? Hey, hast du gute, oder? Nein, ich habe keine, aber über den Bauplan. 280 Ja, Rüstung. finde ich so viele, haben ja glaube ich schon 10. Die findet man immer bei den Dings. Du meinst die große Schildkröten, oder? Ja. Ja, Ja, da das habe ist ich da einen cool. 280er. Ist der gut? Ja, hey, aber ich weiß nicht, ob der teuer ist, weil du findest immer Settler in den Missionen drüben, weißt Ja, teuer ist er schon, ja, du? Ja, aber das ich ist ja sag nur, toll. Ja. aber wenn es einmal war, wenn es den braucht, den Bauplan, könnt ihr euch gerne mal ausgleichen. Ja, cool. Weil ich glaube, wenn es den craftest auch noch, was der mit 280 Rüstung und dem Ja, ich bin Craften auch noch, steppert. Das ist da aber glaube eh ich, eine kann man gute dann schon was Idee. aussuchen. Hat jemand auf dem Cluster schon seit einer Kröten? Ich weiß nicht. Ich Was? Du weiß ja hast nur, es? die Riesenschildkröten. Ich Du habe nur hast eine, einen. gell? Ich habe nur eine. Echt, oder? Gute. Rotbelohnung. Oh. Männchen oder Weibchen? Ich gucke gerade, warte kurz. Aber schön, du brauchst jetzt den Garten Wasserspot, wo du rausziehst, gell? Wo du verpasst. Ja. Ich baue Ich habe sowieso ein ein Vakuum. Männchen. Ja, halt das am Lauf, du verlierst es eh nicht, oder? Ist aber Prägung drauf, ne? Ja, es ist egal. Ja, ist ja wurscht, ist Vielleicht könnte man mit denen mal ja einziehen, Kiri. Wenn, noch nicht dringend, aber wenn es einmal so wäre. Kannst du ausbogen. Kurz einziehen, weil ich baue nämlich eine Vakuumbase auf Center wahrscheinlich. Und da geht es Also dann, da kannst du Männchen verbauen. ist High Level. Männchen ist da, High Level. Ja, perfekt. Dann braucht ihr eigentlich nur irgendein scheiß Weibchen. Wenn ich einmal die Vakuumbase haben, werde ich das einmal umgehen, dann schau ich einmal da. Und dann ist dann Sattelkraft und dann schauen wir, was die zusammensaugt. Dann stelle ich mir am Linker, dann tue ich da hin und dann lass ich mir mal Ja, beschießen. anscheinend sollen ja die voll gut sein zum Tanken. Wir waren zuerst Das ganz gut ja. und haben sie sehr gepatcht, haben sie sich hintergedreht. Wenn du Ach so, nur auf den okay. Bouncer Schaden kriegst, die Schuhe auf den Bouncer gehen, dann ist perfekt, gell? Ja. Aber sobald der auf die Füße oder auf den Kopf Schüsse abkriegen, dann wird der weggeschossen wie nix. Ja, okay, dann. Ich weiß noch, am Anfang war ein Dauerhage unter Wasser, Vakuum. Ja. Riesengroß, hier 50 Sturz drauf, gell? Der hat voll geschossen, gell? Und dann bin ich mit dem Opti, sind wir da hingegangen, zu zweit, als Spaß, dann bin ich mit der Kröte auf eine Dauer reingelaufen. Ich hab die ganze Tour jetzt blockiert und bin einfach drin gelaufen. Und er ist hinten nachgekupft mit der Mac und hat die ganze Tour weggeschlagen. Ja, das werde ich nie vergessen am Anfang. Boah, der überlebt, der Mac, fast hin, die Schildkröten komplett in den Arsch, aber der Dauer war weg.
Und dann, zwei Monate später, ist ein Update also gekommen und haben sie die Ober gedreht. Okay. Und seitdem ja, haben wir mit denen nie mehr was gemacht. Ja. Aber wie gesagt, wenn der Bauplan, weißt du, das Gute ist da auf den Cluster, gell? Zum Beispiel im Gegensatz zu einem Offizier denken, drüben ja, kannst du. Ich kann nicht mehr, weil ich nicht mehr was esse. Ja. Was? Sie stimmt uns. Also, okay. Drüben auf Offi kannst du nur 124er Sättel machen. Da ist Cap 124, ist egal, was du vom PP hast. Weißt du mal? Okay. Ja, das heißt, hilft aber wenn du ein 280er PP hast und du kriegst einen 340er Sattel aus, was weißt du, was du da los ist? Ja. Weißt du mal? Du kriegst glaube ich mehr aus. Ja, oder mehr, ja, mit Crafting Skill noch. Ja. Das ist man heftig, gell? Das ist. Das kann der mal probieren. Nein, drum habe ich gemeint, dass ich wollte da sagen, dass ich da ja, das ist gut, ja. Ich muss einmal schauen, was bei mir sie hauen. Aber das werde ich einmal tun. Aber das ist einmal eine Wortbelohnung, oder? Mit den keine Ahnung, die sagt mir jetzt auch nichts. Weiß okay. Ich nicht. Also, hey, die meint sie aber der Schildkröte, kleine, hundertprozentig. Wahrscheinlich. Nein, ja. Zu Weihnachten kann man sich aussuchen, ob, was man will. Ah, genau, zu Weihnachten. Ah, genau. Genau. Ja, dann. Ja, das ist natürlich gut, wenn die Kirche da schon ein Männchen hat. Also ich weiß, wie man gehabt 21.500 Leben schlüpft auf Offi, das weiß ich. Ja. Aber das mit einer, so einer Wortbelohnung, ja, das ja. Kann natürlich höher sein. Ey, und du musst immer aufpassen. Offi gehen die Level wie hoch von den Tieren? 150. Eben. Die sind ja da viel höher. Eben, das ist es ja. Also da hast du gleich mal mehr Leben. Das ist es, ja. Nein, Hubi, aber wenn es zu Baupläne, wenn es für mich überhaupt so mal, wie sag ich, weißt du, so Flak, Banker, vielleicht ein Rex-Sattel mal irgend sowas in die Richtung, was ich für BVE brauche. Ja, ja, sicher, kein Thema. Flak cool. Findet man sicher noch mehr, weil wir suchen uns jetzt noch immer Kids zusammen, der Alex läuft ständig Golem. Wir haben halt schon ein paar Flakhosen, aber das sind halt nicht Flakhosen, sondern Flak-PPs. Aber wir warten mal, bis wir alles über 1200 haben. Und so lange werden wir mir suchen. Ja, ja. Mal schön. Und dann kann ich dir sicher mal ein paar gute abgeben, das ist überhaupt kein Thema. Ja, ich brauche nur einen Satz, weißt du? Ja, verstehe schon. Ja. Vielleicht einmal ein Pumpkin, weil Pumpkin habe ich nur Marode und. Wir haben gar keine. Nicht einmal alle. Ich habe alle Drachen außer Gift. Da habe ich auch alle Arten. Nein, ja. Nein, wir reden gerade vom Baupläne. aber ich habe am Pumpkin, ich habe wenn. Der hat einen Bunkern-Bauplan, ich glaube 100, na warte mal, 72, weil mein Bunkern, ich habe ein bisschen hergestellt, mein Bunkern hat 400 ja, das ist brutal, Damage. Ja. Das ist also schön. Den das ist nicht schlecht. Konnte man noch mehr ausgleichen, wenn es war. Hubi, ich hab einen marode Bergbauleser-Bauplan, 103. Ja, das brauchen wir mir alles nicht, das. Das brauchst du nicht vom BVB. Wenn du richtig farmen gehst, ist der Bergpolizei eigentlich uninteressant. Kostet nur einen Haufen zum Reparieren. Okay. Und richtig viel rauszukriegen, tust du ja auch nicht. Richtig bringen, ich weiß nicht. Ich bin nicht so begeistert von dem. Ja, nicht, die haben wir erwartet von dem. Ja. Für das, dass er so schweineteuer ist. Ja, das stimmt, ja. Ah, es gibt überall ein Tier. Was man farmen kann, denke ich mal immer nicht. Eben. Es gibt so viel Schmäß, wie man so schnell farmen kann, deswegen sind wir mir da gerade so schnell. Ah, der Alex, der Hund kennt Schmäß, der hat immer eher solo gespielt, gell? Der Hund war einfach Einzelgänger. Ja. Und weißt du, ich soll mir sagen, es war keine Stunde, habe ich 4,5 Schmelzenmetall gefarmt. Ja. Dann gehe ich ungefähr 15 Minuten, hole ich 30.000 Poli. Was organisches? Ja, organisches, ja.
Ja, weißt du, wo ich organisches Polymer hole? Voll schnell. Nein, ich mach das aber immer auf Crystal. Im Verhältnis für mich, weißt du? Ich mach das mit den Krabben. Okay. Ah, das Krabben geht und auch gut. Kettensäge. Okay, das habe ich auf Krabben und Knorkima Kettensäge. und ich auf Knorkima getan, ja. Aber das geht auf Evaluation jetzt ganz heftig. Mit der Sampere und der Blume, das ist auch krank. Okay. Das ist. So, ich bin nie denke, wie wir Poly gemacht haben auf Aufhill, das machen sie heute noch. Wir machen Obsidian und Zement, das ist ja Verschwendung. Ja. Das ist Hartpoly. Ich mach Hartpoly nur mit Obsidian und Akkatinopaste. Ja, sag ich da, ja. So mache ich das Hartpoly, weil das ist für mich mein Hartpoly-Ding und wenn ich was herstelle, schaue ich eigentlich, dass ich es mit Organischen mache. Ja. Na, es gibt so viele Tricks und alles. Das Geilste ist, wenn man alles allein kann, das ist das Geilste. Das ist ja sicher ein Element, aber das muss man mir sagen, weil da traue ich mich nicht drüber allein. Das ist auszahlt, eine kleine ja, was der, aber das ist zahlt sich gar nicht aus, das ist Zeitverschwendung. Das brauchst du nicht machen, eine kleine, das kannst du glaube packen. Das ist sinnlos. Du sagst, du brauchst doppelt so lange wie für die große. Ja, das drum sage ich ja, was der das. Bei der großen weiß ich nicht. Man sicher, ich konnte einfach davonlaufen, weil ich es nicht schaffe, dann will ich auch nicht hin. Ja, da ist ja etwa von mir, da gibt es doch gar nichts, da spielt gar nichts. Du musst nur wissen, wie das am besten magst, wie das angehst, wie du hinstellst. Und ja, das muss ich da sofort sagen, aber das ist echt schwer. Ja, sicher, weil dann kann ich, was denn, dann mache ich zwei Adern oder drei und dann habe ich mal für BVE-Verhältnisse ausgesorgt. Ja, ist das so, ja. Wie tust denn du Steinfarmen allein? Allein? Ja, ich mach das mit Metallrunden mit. Da krieg ich so viel Steine, also. Also eh mit der Metallrunde, ja. Ja, aber auf Evaluation halt, mit Magma. Ja, ich mach's auf Crystal. Was der eh da bei den, wo ich meine alte Base gehabt hab, da mach ich die mit Magma, dann peitsche man durch und ja. Alles was ich krieg, nehme ich mit. Und das Problem ist, ich habe so viel Ketin, aber zu wenig Steine. Du kannst gerne mal auf Evaluation und kommen in der Nähe von mir einen Schlafsack setzen. Und dann droppe ich da den ganzen Stein. Du kannst 306 Steine mitnehmen. Weil ich habe das erst gestern gemacht. Wo bist du auf Evaluation? Ja, da haben wir einen super Spot, den haben wir erst gefunden. Mit der Zeit, da kriegst du beim Metalldings keine Bären, weißt du, kriegst nur Metall und Stein. Weißt du, das ist alles Zeit, wo in einer so, ja, sicher, weil das ist ja oft alles, wenn du immer wieder aussortieren ja. musst und wenn du dann Richtung Slotcap hinkommst, das ist immer eine Chance, weil dann kannst du wieder die Bären ausschmeißen. Das war das Erste, was wir getan haben, Umweltchuck und direkt. Evaluation Farmbase gebaut, weil da Farmschuld am schnellsten. Ich sehe, was das betrifft. Das stimmt, ja. Ah, es gibt viele Tricks und alles, gibt man halt alles erst mit Zeiten drauf. Ja, sicher, und du brauchst halt, wenn der was vielleicht irgendeinen Schmäh kennt, weil dann weißt du das. Das, wie du sagst, da kommt man immer wieder kommt man auf Schmähs drauf.
Das Holz warme, dann spinnt der Hund ein bisschen. Oh mein Gott, wir können im Wind meine. Das fertig machen. Es wird schöner gehen, als Munition herstellen. Super. Mit ein paar Baulen ist das einfacher, gell? Ja, ja. Brauchst nicht so oft, brauchst nicht dabei stehen bleiben, weil da kannst du wieder irgendwas anderes machen, weil das ist das Gute. Hallo. Hallo Andreas. Was machst du? Was soll's denn geben? Was war Marmelade? Okay. Hallo? Hast du das selber gemacht? Was Marmelade oder was? Keine Ahnung. Kiri, Kiri, Kiri. Ist gut. Marmelade.
Die Türk gerade essen. Wat? Ja. Ich glaub's nicht. Es fängt zum Flankern bei uns an. Flankern? Ganz leicht, ja. Cool. Schauen wir mal, vielleicht kommt was. Andi, das ist immer Schmäh, du darfst es jetzt ernst nehmen. Andi, wann starten ist morgen das Event? Weißt du da schon was? Ich mir schätze, ja. Zocke nix. Was will ich sehen? Warte, ich muss da stehen, ne? Ja, warte mal, jetzt habe ich gerade meine Albträume in den Griff, jetzt müssen wir wieder zurückkommen. Der Andi ist der allerbeste Admin. Was? Der Alex hat geschrieben. Was? Was der Rechte? Soll ich nochmal fragen? Was? Andi ist der allerbeste Admin, hat Alex geschrieben. Soll ich einmal fragen, was er braucht? Was brauchst du? Was hast du für ein Problem? Alex, ich soll dich fragen, was du brauchst. Der Andi will zuerst wissen, was du brauchst, bevor er drauf schreibt. Steckt. Ah. So los. Hey Hubi, wie tust du denn Leder farmen? Leder. Der übergang hat am besten, ja. Nix, Obis. Schlachten. Na, geht das doch noch, Obis, oder? Obis Kettensäge. Ist gut, oder? Geht voll gut. Kriegst jetzt mit dem Event, glaube ich, kriegst 25.000 Leder aus einem Obis außer. Okay. 30.000. Ich habe nämlich jetzt in der letzten Zeit extra Obis gezüchtet. Ich habe 100 Obis. Alle geprägt. Echt, oder?
Ja. Oh mein Gott. Der Zille ist jetzt laut, aber nicht die Kiri hört. Weil Kettensäge ist schon geschliffen und geölt. Die warten schon nur mehr aufs Event. Was hast du vorne? Was ist ein guter? Meine beste Kettensäge, ich hatte. Warte mal, wo habe ich denn die? Nein. Ihr Süßen. Ja. Hallo Kiri. 291% habe ich. Anisa, wann ziehst du bei mir in der Nähe ein? Ein paar Kinder bauen gerade ein Iglo draußen. Na, wann ziehst du bei mir ein? Wieso muss man auch nicht? Böse. Der war wieder gut. Der hat genau passt. Der war böse. Nein, der war Andi los. Ich bin Andi. Geil. Warum ziehst du? Ich ziehe dir das Fell über, Andi. Ich wollte für Optimus sagen. Sorry. Ich hab's mit dir. Na, trifft schon Fröschen. Optimus ist auch nett zu mir. Ist ein genau. Gentleman. Genau. Nicht so wie der Andi, gell? Ich habe nie behauptet, dass Andi böse ist, oder? Na, das behaupten wir. Weil ich das Theater mit jemand anders sah, sag ich, hat er da eigentlich alle nur die Privaten, die hier um die Ecke wohnen, in der Freundschaftsliste. Was? Optimus wohnt nicht bei mir. Nee, mir ist es irgendwann zu viel geworden, weil glaub ich. Nee, sie hat da trotzdem nur ein bisschen Unterschiede gemacht. Schießen kann man sie nicht, wenn man sie braucht. Ich verstehe die, Kiri. Man muss Prioritäten setzen. Hast du recht. Ich stehe hinter dir. Ja, Arschgeigen. Ihr seid so richtig Arschgeigen. Aber Kiri, was kann jetzt der Hubi dafür? Der hat gar nichts gesagt. Der Witz. Oder Hubi? Du hast gar nichts gesagt. Nein. Wirst auch gleich ins Bock geschmissen. Ach, leck mich doch am Zuckeln. Ja. Wann und wo? Ich schicke dir mal einen Andi voraus, der hat nicht so weit. Der nächsten Mond ist der Hannes. Dann schicken Hannes vorbei. Der wohnt nur eine halbe Stunde von mir entfernt. Das können wir machen. Das können wir machen. Das ist ein Andi sein Lehrbuch. Das ist dein Azubi. Das können wir machen. Oh nee. Wir nehmen uns alle jetzt, ne? Jetzt reißen wir uns alle im Riemen. Ich? Ich bin unschuldig. Ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Oh je. Arschloch, Arschgeige. Da magst du was mitbedenken, das ist ein Wahnsinn. Ja, aber Hubi, sag's wenigstens. Es ist mehr Spaß als wir auf dem Muffi. Ja, macht schon Spaß, ja.
Den Gacha, muss ich den noch was leveln? Bewegungsgeschwindigkeit. Ja. Nee, jetzt Umso lobe ich schneller. mal. Aber jetzt hört man bitte auf. Leute. Da kann er länger bringen. Nee, Ubi, sag mal, auf was muss ich einen Gacha leveln? Was? Muss ich einen Gacha leveln? Nein, brauche ich nicht. Das hängt davon ab, was du damit da willst. Und zu jetzt tanken willst du den auf Leben. Nein, wegen, damit die Kristalle irgendwie besser ist, oder ist es nur ist es random dann. Okay, diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Ich habe gerade den Zug los, da nicht, weißt du, so wie oft werde ich. Ja, ich baue gerade. Kann man nicht irgendwie an den Not schlachten? Geil, Alex, oder? Nix. Hubi, bei mir ist ein Textil gut, Level 252. Kannst du ja auch mal sehen, wer will da. Okay. Der ist sehr gut vom Level her. Ich habe meine Schirr schon. 252. Okay. Hast du mir eigentlich geschaut, Hubi, sind die Stegos von mir was? Von den Werten? Ich hab da links gekriegt, Spendenbelohnung, scheiße, weißt du? Ah, okay, dann. Ich glaube, sie sind besser. Ja. Tja, bist abgeschrieben. Das ist obergeil. Im Normal, hey. Im Normalfall schon. Was? So, jetzt ist Poli. Mal endlich. Du schreibst 4 Stunden, sogar mal endlich. Hey, wo schreibst du 4 Uhr? Ne? Also, hey, Entschuldigung. Boah, eine ganze Nacht geschrieben. Wow. Ja. Was denn? Brauchst du Armbrust? Nee, ich will mir schwarze Perlen jetzt, schwarze Perlen von Gacha jetzt ziehen, weißt du, wegen Repli. Ja. Hast du eine gute Armbrust, Andi? Ja, ja. Trau ich nochmal eine gute, gell? So richtig. So, Kira, jetzt habe ich Zeit für dich. Was geht's? Hä? Jetzt habe ich Zeit. Für was? Ja, keiner. Was hast du vorher gefragt? Na, wie, ob du circa Polen kommst? Oder was meinst du jetzt? Na, Gacha. Auf was man Gacha leveln muss. So. Ich hab jetzt auf Anfang geschickt gesetzt. Ich hab jetzt auf Anfang geschickt gesetzt.
Handwerkliches Geschick musst du leveln, ja. Dann kriegst du bei den Kristallen mehr raus. Jo. Bin schon jetzt am machen, jetzt. Du Andi, wann wird denn morgen dieses Event gestartet? Ja, aber das muss ich die Jasmin dann auch einschalten, oder? Ah, das muss man eher machen, okay. Ah, du musst vorher ein Update machen, bevor es losgeht. Was? Von was redest du jetzt, Andi? Der hat mir einen 420er Swordhelm gegeben. Braucht jemand den? Der Gacha. Kubi, braucht sie es? Sword zocken. Sword? Na, danke. Also fertige, ja, warum nicht? Ja, fertige. Ich habe so viel, ich hab so viel fertige, was ich nicht brauche. Ich habe 420er fertige, hat gerade der Gacha ausgespuckt. Ja, kommst du mal, wenn du wieder mal bei mir bist, kriegst du mal das Wort, weil ich weiß nicht, was ich mit dem sonst tue. Ja, kannst du, aber du, wieso ziehst du nicht da und der ist besser wie Flak, das Wort. Ja, ich weiß, aber nein, ich mag die Flak lieber. Ja, klar. Aber ja, bevor du nicht brauchst. Zum PvP so ist besser mit Sword anscheinend, aber es spielt halt einfach jeder mit Flak, weil Flak billiger ist, nicht? Und ja, das ist ja das. Das ja. Wort, das ist ja so teuer. Naja, zum Verschießen, wenn man immer hat, weißt du, kann man doch geben. Ja, sieh, aber nochmal, ist kaputt, schmeißt es weg, weil reparieren brauchst du das nicht anfangen. Was ja, steppert, ne? Ja, nur so. Der Gacha hat gerade ausgespuckt. Deswegen. Ja, 24. Ist super. Ja, ist Gewalt. Weißt du, der Gacha hilft dir mit für PvP-Sachen. Der meint's gut mit dir. Ja, kannst du den Gacha auch Hubi nennen? So, nebenbei mal. Oh. Ich kann ihn Fußhupe nennen. Fußhupe? Warum Fußhupe? Weiß ich auch nicht. So nennt man eigentlich nur die kleinen Hunde eigentlich. Fußhupe. Also 60 Perlen habe ich schon mal. Okay. Also 30 spuckt er pro Dings aus. Also ich konnte aber erst 12 Level vergeben. Ich habe mir auch einen kleinen Dödi jetzt Baby gemacht, wegen Eigenprägung und sowas, wegen Elementstaub. Okay. Dann gehe ich drüben Elementstaub noch, weil ich brauche 100 Element für einen Replikator. Mhm. Ele brauchst du.
Gas kann der auch, Öl kann der und Rohsalz wäre noch besser. Dann später. Okay, Hubi, war OBS mit der Kettensäge, jetzt haben wir noch nicht erwähnt, 20.700 Liter. Das ist viel. Also beim Event das Doppelte. Ja, ja. 100 OBS habe ich. Ja, ist schon auch leer. Ich glaube, so wenig. Schmeißt du den Pelz dann weg? Nein, über Storage Box. Warum brauchst du mehr Pelz? Nur später für Teppiche. Was? Ich will ja Teppich auslegen in meiner Brutkammer. Ja, yeah. Was dann? Kimmst du mal, dann kannst du keine Ahnung 300.000 Teppich machen. Ich bin Teppich verregt mal. Besser als Rohre verlegen. Rohre. So blöd. Schau euch. Ist der wegen dir, hat der Gott jetzt nur 28 Perlen geschissen. Voll gelabelt. Nächstes Mal vorgeschossen, wie man ihn labelt, gell? Was? Nächstes Mal fragst du uns, wie man ihn labelt. Na, haben so geschickt habe ich den gelabelt. Oder war das falsch? Ah, jo, Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist auf Geschwindigkeit. Einmal auf Sauerstoff, dann kann er länger kauen. Und ja. Dann kann er länger kauen! Schon wird es auch meistens besser, weil er es länger, weil okay, länger durchkaut. Kann er länger kauen. Oh mein Gott. Wirklich, ich hoffe. Jetzt habe ich Glück, ich hoffe. Ja. Ah, wieder, jetzt habe ich Drecksaut bin ich, ne? Ah, die Pullover haben immer runter, ey, mit den Scheißdings da. Farmen. Oh je, du Bob, der Alex schon wieder. Hey. Damit killst du alles. Ich bin Bär rund um, aber damit killst du alles. Ja, hab ich jetzt gesehen. Du Dreckssau. Wo laufen?
Ah, jetzt bin ich hin auch noch, hä? Ohne Schrotflinten geht und am Ohr, das ist ein Fakt. Ja Gott, haben wir gestorben, ein Bär nicht errettet, der Bulldog ist tot. Gar nicht genug, ich brauche eigentlich gar nicht so viel. Ah, ist heftig, gell. Andi, was ist denn bei Rockstrike ein guter Schlüpfwert? Weißt du das? Ungefähr. Leben und Damage. Weiß nicht. Nein, 1000 Leben. 335 Damage. Andi, kannst du mal ein Level 7 Kloner borgen, bitte? Oh, Minuten. Achso, das geht auf Federation. Ich kann auf Federation kann jeder klonen. Na. Na, passt schon. Pack deinen neuen Freund, das kehrt wie er sagt. Ha! Oma, Hubi! Du kannst das ja bei mir auf Crystal klonen. Nein. Leichters von deinem alten Freund aus und komm zu deinem neuen Freund und klonen wir es bei mir. Ich hab meine 200 PA. Hast du Klonkammer, ne? Ja, eine. Achso, da eine. Ich baue Klon. Aha, der hat eine Klonkammer, Alex. Ja, wo wollen wir eh bläsen, Alex? Für Extension. Sicher. Für Extension war sie am gescheitesten. Ja. Aber da bauen noch mehr, da bauen noch 15 hin. Weißt du, das ist. Sie war ja nur vorüber, als ich schon am Anfang kann zu klonen. Ich weiß, ob sie für Extension Base bauen. Aber ich weiß nicht, wie Spotted, genau. Was in der Base? Alex, ich baue nicht auf den scheiß Boot, wir bauen mal gescheite Extension Base. Blöd, Mann. Ich bin immer so lieb zu euch und ihr seid so. Da, gell? Und bloß 100 Element.
100 Öle. Kriege ich schnell zusammen. Kiri hat einen Plan. Kiri, Kiri, Kiri. Ach, Fusubi. Hör auf, von Schnee zu, Schnee zu reden, weil mir schneit es gerade nicht. Bevor es mal balkonfrei ist von Schnee. Ich hab's einfach runtergeworfen vom. Wenn da was auch unter mir auf den nächsten Balkon gekracht ist, ist mir scheißegal. Ich hab einfach vom Balkon runtergepfeffert. Du, Regen jetzt, Bonus oder Schneeregen, das gibt's doch nicht.